Hallo und herzlich willkommen zu Tobi Zockt Tomb Raider. Wir sind drin in der 39 und haben in der 38 damit aufgehört, hier das irgendwie das Förderband auch, das Laufband in Gang zu setzen. Und ich bin mir ziemlich sicher, müssen wir jetzt hier in dem Raum tun. Ich weiß nur nicht wo. Ich weiß auch nicht wie. Aber sicher bin ich mir da schon. Wie kriegen wir die Tür hier vorne auf? Genau, das war die Frage auch in der letzten Folge. Ich musste hier ein bisschen was, ja, wieder erneut von vorn beginnen. Aber da ist ein bisschen was wieder erneut von vorn beginnen. Ich muss das Ganze, die ganze Aufnahme hier erneut von vorn beginnen. Also nochmal die komplette 38 dann nochmal nachzocken, weil ich irgendwie rausgetappt bin aus dem Spiel. Siehst du, wegen raustappen. Ich muss auch darauf achten, jetzt den Ton erstmal wieder runterzuziehen. Wollen wir das? Das mache ich mal gleich. Ist auf 1,5. Das muss wieder zurück auf 0, weil meine Aufnahmetaste in OBS, das ist die Plus-Taste auf dem Numpad der Tastatur. Und wenn ich die drücke zum Aufnehmen, dann steigt ja auch die Audio-Volume beziehungsweise das Audio-Volume-Level in gemessenen dB, was wir da unten sehen, im Spiel selbst. Und da muss ich dann eben immer dran denken, dass ich den Ton da wieder zurückziehe, wenn ich dann mal die Plus-Taste gedrückt habe zum Aufnahmestart dann eben hin. Hätte ich jetzt auch fast verdrömelt. Aber ja, ich habe Pause gedrückt im Spiel zwischen den Aufnahmen, zwischen den beiden Folgen dann eben zwischendrin. Habe dann auch Pause gemacht. Und wenn ich jetzt aber ins Menü reingehe, da wo ich eben drin war, dann komme ich daraus nicht mehr zurück. Dann lässt sich das Spiel nicht mehr starten. Und somit hilft dann nur noch ein Restart von RetroArch hier. Und ja, restartest du, musst du halt eben von da weiter zocken, wo du das letzte Mal dann eben gespeichert hattest. Und ja, das war ziemlich weit hinten an den zwei Kügelchen, wenn man sich da noch entsinnt. Da war davor ein Speicherkristall und an dem dann konnte ich weiter zocken und musste noch ein bisschen was nachholen bis hier vorne hin. Ey. Oh Mann. Na gut, das war jetzt auch nicht so viel. Aber dennoch kotzt das oder ärgert das auch, dass du nochmal raus musst, nochmal komplett neu die Aufnahme starten musst, nochmal komplett neu synchronisieren musst, später im Schnittprogramm und nochmal komplett neu alles anpassen musst. Das kommt auch noch hinzu. Und ja, sowas nervt dann eben schon immer ein bisschen. Gut, ja, wie dem auch sei, wie kriegen wir das Laufband jetzt hier in Gange? Ich weiß das nicht genau. Muss hier irgendwo gehen, schätze ich, aber ja, ist nicht. Ich wüsste jetzt nicht wie. Hier vorne kannst du nicht klickern. Die Sicherung, die kommt dann hier raus, hier durch dann, durch diesen, ja, Crack, durch diesen, ja, Schlitz, der hier eben zerstört worden ist von diesem Absperrband, was davor klemmt. Und ja, irgendwie müssen wir aber zum Laufen bringen. Und ich nehme mal an, wir müssen irgendwie erstmal die Tür da aufkriegen, weil hinter dieser Tür, da müsste eventuell irgendwo ein Hebel sein für dieses Laufband. Lässt sich nicht erkennen. Schade eigentlich. Hätte ja zu einfach sein können auch. Denn hier irgendwo dieser, na, dieser Hebel nicht direkt diese Tür vielmehr getriggert, aber wird auch nicht. Wir müssen raus, glaube ich, irgendwie. Wir werden uns mal erstmal auf die Suche begeben. Das finde ich, sollten wir jetzt auch tun, nach der nächsten verbleibenden Sicherung noch, die jetzt noch verbleibt. Weil einen haben wir ja, ja schon in der Tasche, kann ich ja so stehen lassen. Und wir brauchen aber für hier oben noch eine dritte. Warte mal, für hier oben. Ich bin gut. Ich könnte ja mal erstmal die einsetzen gehen. Mal gucken, was dann noch passiert. Oh, guck mal, hier vorne kommst du dann auch noch hoch. Da geht wahrscheinlich das Level dann weiter, wenn erstmal der Container runtergelassen wurde. Ich nehme mal an, es geht hier rum, dass wir den Container runterlassen. Vielleicht liegt darin auch des Laras Zeugs. Kann auch möglich sein. Mal gucken, vielleicht kriegen wir hier mit der ersten Sicherung schon was gerissen. Da bin ich sehr gespannt. Ja, du kriegst schon was. Okay. Mal gucken. Kann hier außen irgendwie raus durch den Fenstern? Wenn ich hangle, dann, ja, dann kommst du auch nicht doll weit. Vielleicht kommst du hier irgendwo auch hoch. Ich wollte gerade sagen, wie ich es wusste, aber hier hinten, hier ist nichts. Sah ganz kurz danach aus, aber war bloß ein Texturploppen daneben. Vielleicht kommst du hier gar raus und kannst damit schon, na komm schon, Lara, kannst damit schon was anfangen. Irgendwie, dass du hier bist. Aber ist auch nee. Bist auf ja, Bodenhöhe daneben wieder rausgekommen. Oh Mann, ey. Hätte so gut sein können. Oder oben vielleicht rüberspringen? Geht das irgendwo hin? Aus dem kaputten Fenster? Nee.
Ja, wer weiß, wer weiß. Ich muss mir meine Uhr auch einstellen. Hatte ich komplett wieder verdrömelt gehabt. Wollte ich eigentlich tun. Getan haben zuvor schon, aber nein, aber nein, aber nein. Wir werden mal 17 Minuten sagen und dann kann Let's go gehen. Und alles ist gut. Es ist wieder in trockene Tusche. Kommen wir denn so da oben eventuell schon ran? Nee, da rutschst du dann. Da eben wieder zu lang die Sprungtaste gedrückt. Da springt die Lara dann automatisch nach hinten weg, wenn sie denn rutscht. Beziehungsweise immer dahin lang, da wo sie dann eben, in welche Richtung sie dann eben rutscht. Muss ja nicht immer rückwärts sein. Aber gut, ja, wo geht's weiter? Gute Frage, Container irgendwo hoch noch? Ist ja bloß das Loch hier mit der Kiste, das noch verbleibt. Da kommst du ja auch nicht so wirklich weiter. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich da hochkommen sollte. Also doch Laufband, um dass wir den Container noch ein bisschen was weiter runterholen und eventuell darüber dann da schon hochkommen, in dieses Loch hinein. Also das, was wir zuvor daneben gesehen haben. Mal gucken, ob es so hinhaut. Da bin ich sehr gespannt. Ey, das muss hier hinten irgendwie einen Trick geben. Ist mir nach wie vor so. Komm ich hier nirgendwo hoch? Nee. Kommst du auch nicht. Und warum gibt es hier hinten noch diesen Gang, ey? Der komplett nichtssagend auch ist. Das weiß auch keiner. Ist hier eventuell am... Oh, cool. Kannst hier sogar irgendwie grinden. Moonwalken. Aber hier ist auch nichts an Hebel oder so. Wenn wir gedacht gehabt, in der 38, zum Ende der 38, dass hier dann der Mechanismus der Tür dann eben auch ausgelöst wird für, dass wieder solch Triggerplattformen gibt und dadurch eben die Tür in Gange gesetzt wird, aber auch nicht. Ah, es ist schwierig, es ist schwierig. Was soll ich tun? Habe ich irgendwo was übersehen? Bestimmt, bestimmt habe ich das. Nur wo, ey? Da weiß ich wieder nicht. Hier oben vielleicht weiter? Nee, kannst du vergessen. Oh Mann, ey. Komm schon, Tobi. Komm schon, Tobi Brain. Gibt's doch nicht. Doch draußen mit der Kiste was anstellen. Mal gucken, was wir damit noch anstellen können. Wir können mit der Kiste auch rüber zum Container springen. Doch was bringt uns das? Da ist ja auch keine Luke drin von oben, oder? Da haben wir doch schon mal raufgeguckt. Doch! Was? Ich werd bekloppt. Okay. Ist ja nicht wahr. Wie, und hier geht's weiter. Was denn das? Ich komm doch nicht mal in den Container rein, oder wie? Ist einfach bloß Steintextur. Ist auch nicht übel. Bloß vorsichtig sein, ey. Wenn du hier eine Mumie erwischst, du, dann muss ich weit, weit, weit zocken. Aber scheint der richtige Weg zu sein. Vielleicht komme ich dann da, hier rüber, dann eben oben raus. Sieht mir ganz danach aus. Es geht hier nur hoch für mich. Okay, Hebel. Oh, wo war denn? Wie war das Boot? Jetzt muss ich zum Boot zurück, oder was? Wollte gerade sagen, was war denn das für ein Geräusch? Wo war denn das Geräusch? Das kam auf beiden Ohren irgendwie versetzt an. Aber ja, du kommst hier oben dann über diese Kiste wieder schneller runter. Alles klar. Oh, jetzt wieder zum Boot zurück, ey. Ist ja die einzige Spur, die verbleibt. Natürlich doch, aber der Weg. Da müssen wir mal gucken, wie weit das ist. Mann. Oh, hier nochmal Muggel. Gar noch. Beim Vorbeilatschen am Container, das ist auch nicht übel. Feiern sie gar nochmal raus. Ah ne, ich bin schon hier, ne? Braucht doch bloß, na klar doch. Oder bloß hier runterjumpen. Ja, hi Coffee. Wollte gerade sagen, ich klatsch hier nirgendwo auf. Okay, ach Speicher, Dingsi, kommst du dann rüber mit. Kann man denn an der Seite am Boot hochklettern, ey? Muss ja. Ja, okay. Hier drüben gibt's auch noch was zu entdecken, zu erkunden. Eventuell, oh, dahinter, da geht's gar weiter. Da steht schon Netlas dran. Eventuell Kiste hier verschieben? Nee, schieben lässt sich die nicht.
Okay, macht sie keine Regung, die Lara. Müssen wir dahinter weiter. Aber wir können drüben noch speichern, wenn wir wollen. Und ja, das will ich. Na, obwohl, das geht gar nicht, ne? Der Abstand, der ist noch viel zu weit. Wir müssen tatsächlich da in Netless rein. Alles klar. Ja, das ist zu weit, glaube ich. Und festhalten kann sie sich da sicher auch nicht, ne? Okay. Alles klar. Daneben drüben Netless rein. Hey, sieht auch interessant aus. Wer weiß, was mich da erwartet? Wer weiß, was uns da erwartet, ey? Hier hinter. Mann, 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 komm schon hoch, Lara. Bin so gespannt gerade drauf, ey. Mann. Ach nee, nur Netla, okay. Nicht Netless, so wie ich das immer genannt habe. Sondern Netla. Was haben die denn hier gemacht? Haben die hier gebuddelt oder wie? Komisch, komisch. Lässt sie sich ja irgendwie einen Klotz verschieben. Der hier? Ist hier irgend... Ja, du siehst anders aus. Ah, okay. Cool, ey, dass mir das auffiel. Mal gucken. Man darf gespannt sein, wo einen dieses Tomb Raider noch hinführt. Mann, Mann, Mann. Bin selbst sehr gespannt. Tor 2, ey. Dich krieg nur einen rüber, ne? Kann ich den anderen nämlich da hineinschieben. Okay. Oder auch hier, wenn ich denn möchte. Pass auf, da liegen gleich drei Steine. Und da muss ich hier wirklich alles einsortieren, ey. Hohoho. Geht die ganze Folge bei drauf. Mit Kisten rumschieben. Mann, Mann, Mann. Ah, denke nicht, denke nicht. Haben das Spiel da nicht so sehr strecken wollen mit, glaube ich zumindest, hoffe ich zumindest. Und sieht gut aus, sieht gut aus. Okay, bloß ein Hebel, ey. Alrighty. Okay. Da geht's dann weiter. Am Bohrwagen. So, hier waren die Kisten. Komm bloß wieder raus. Und weg. Aha. Okay. Oh, nee, Lava, du steuerst nicht wieder. Ich habe auch zuvor verdrömelt. Ich wollte hier extra speziell vor dieser Aufnahme komplett dann eben drauf aufpassen, dass ich mir die Sticks mal irgendwie vernünftig hinknete. Aber habe ich auch wieder verdrömelt. Ich glaube, wir werden das erste Tomb Raider hier noch immer so weiterzocken, bis das durch ist irgendwann. Mit solch mega empfindlichen Sticks, Control-Sticks. Oh Mann, ey. Muss ich auch aufpassen. Öfter mal dann. Ah, nee, 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 Tobi, was machst du? So, rückwärts raus geht, glaube ich nicht. Da blockt mir dann der Bohrer. Glaube, Bohrer ist auch gut gesagt. Tatsächlich ein Bohrdingsi. Also bloß vorwärts rausschieben, das Ding. Wenn die Lara nicht genug Platz hat, kann sie diese Animation dann eben rückwärts auch nicht mehr ausführen. Wissen wir doch alles. Das sieht gut aus. Einmal bloß Kiste vorausgeschoben. Hier wurde nichts verdeckt. Hoffe ich zumindest. Nicht, dass irgendwie was unter der Kiste jetzt liegt. An wichtigem Goodie-Zeugs. Glaube doch mal nicht. Dann mal gucken. Hier schon dritte Sicherung dann? Ja, tatsächlich. Sieht hier auch gefährlich aus. Wie eine Arena oder sowas. Da wohl gefightet wird gleich. Komisch aus. Echt irgendwie mulmig. Ain't nothing personal. Oh nö. Wie soll ich? Ich muss jetzt hier erstmal Leine ziehen, oder was? Er meint, das wäre nichts Persönliches. Ja, dann zieh ich hier halt Leine. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ich komm wieder, Alter. Und dann kriegst du eine Abreibung, die du haben möchtest. Oh nee, hier Sackgasse. Ach, Alter!
Ja, was soll ich andere tun, ey? Muss ich jetzt erstmal ein bisschen was reinlassen an Zeugs? Ist doch nicht wahr. Jetzt sollte da ein zurück, wo ich hergekommen bin, oder? Einfach abhauen hier, Leine ziehen. Oh man, ich hoffe nicht, dass er mir ewig und 3 Jahre jetzt hinterher rennt. Am Haken klemmt. Doch, er kommt hinterher irgendwie. Aber ich komme, glaube ich, so ziemlich bald auch am Container ran. Und dann, ja, wenn da dann eben für mich Goodies drin liegen sollten, dann geht's dir an Leder da drinne. Auf jeden Fall, ey. Mann. Der erste der Nettler Leute da. Okay, hier weit nicht. Wir müssen vorn weiter. Bloß wo war das nochmal? Nicht hinter dieser Kiste, das weiß ich. Dann einfach hier rein, glaube ich, ne? Nee, da geht's gar nicht rein. Wo ging das hier rein? Hier ging's doch irgendwo noch. Wasserfall, hinter Wasserfall, ja. Ich glaube ja, so war's. Okay. Oh Mann, auch wieder verdrömelt. Auch wieder vergessen gehabt. Ah, wir sind ihm los, erstmal. Den Schlingel. Jetzt da auch nicht erwartet, obwohl das schon nach Arena daneben aussah. Hat's ja auch verlauten lassen. Dass da jetzt direkt jemand so wartet. Ich dachte, da wären, ja, was weiß ich, irgendwelche Dinos losgelassen oder sowas wieder. So sah es mir zumindest danach aus. Aber nee. Da wirst du auch gleich auf Korn genommen. Da musst du dann eben halt auch gleich einstecken. Das ist auch nicht übel. Okay, sieht richtig aus hier unten. Gleich mal einsetzen oben. Sicherung. Dann mal gucken, wie tief das Ding kommt. Dann mal gucken, da bin ich ja mal gespannt, ey. Setzen wir mal hier hinten ran. Zack. Rein damit. Ganz genau so. Und lohnt sich das schon? Krieg ich hier eine Scheibe kaputt, sodass ich da raufspringen kann auf dich schon? Nee, glaube nicht, ne? Ist doch noch die dritte Sicherung dafür erforderlich. Bloß wie, ey? Wie willst du das da in Gang setzen? Hier kommst du auch nirgends hoch, sodass du oben raufspringen kannst, oder? Du rutschst doch hier überall runter. Egal, wo du hier außen dann eben hoch möchtest. Außer hier vorne, aber das ist zu weit. Ich habe auch noch nicht gecheckt, was hier oben ist. Vielleicht liegt da gar noch was in der Ecke hinten. Aber nups, leider nups. Ja, das ist zu weit, leider. Ein Riesenhaken da auch dran, ey. Auch nicht übel. Das geht sogar oben bis in die Decke hinein. Ja, weil sie damals noch nicht wussten, wie sie das programmieren sollten. Das schon, das glaube ich schon. Aber gut, ja, dann müssen wir da nochmal hin und das irgendwie regeln. Bloß wie, ey? Ist hier auch noch eine Platte unter, die kaputt geht, die ich irgendwie mal übersehen habe? Nee. Aber der ist unter oben drauf, wäre die ja dann. Aber ist auch nicht, ey. Ja, wie, Tobi? Du musst irgendwie hier drin doch vorankommen. Das muss auch von hier drin dann eben gehen, irgendwie. Aber wie, ey? Du kannst ja nirgendwo ran. Ich habe ja hier vorne auch schon probiert zu klickern oder so. Aber geht nicht. Und wie muss die Tür hier auf? Pass auf, und jetzt wollte gerade sagen, jetzt ist offen. Da hätte ich aber auch geguckt, ey. Hätte mal ruhig meine Kamera da drauf schwenken können. Mit. Ja, weiß nicht. Ihr musstet irgendwie irgendwo einen Hebel geben. Irgendwie irgendwas übersehe ich hier auch. In diesem Areal. Hier drin vielleicht, dass du irgendwas rausziehen kannst aus der Wand. Aber nee, ist doch alles Steintextur. Das geht doch nicht. Das geht doch so nicht. Und hoch kommst du hier auch nirgendwo. Dran hier, das nützt auch nichts. Da zu drücken oder so. Außer Moonwalk machen, das kannst du da noch. Ja, komisch. Warte mal, hier oben? Hier eventuell hoch in der Ecke? Nee, da geht's auch nicht hoch. Puh, hier oben Trigger, dass du runterrennen musst? Ist auch nicht.
Sue davon, glaube gesehen zu haben, ja. Ganz genau. Ja, wer weiß, ey. Was soll ich tun? Irgendwie muss die Tür da vorne auf. Und irgendwo habe ich mit Sicherheit hier einen Hebel übersehen. Hier draußen vielleicht auch. Der Kista kann es ja draußen nicht mehr viel anstellen. Das ist das einzige Teilchen, was jetzt, was mir so jetzt noch in den Sinn kommen würde hierfür. Sonst irgendwo anders hoch geht auch nicht. Innen vielleicht, dass du da noch woanders hin kannst mit? Also hier jetzt die Schienen lang, falls das Tor überhaupt noch aufgeht. Ja, es geht, okay. Dann lass mir mal hier hinten noch checken kurz. Mal die Löcher hier abchecken, vielleicht kommst du ja doch noch in ein tiefer rein. Geht dazu nicht. Murmel liegt da hinten schon, wurde nicht zurückgesetzt. Diesmal beim letzten Versuch dann. Auch nix. Was ist hier los? Ach so, du kamst da runter gerollert. Und hier oben waren ja die zwei dann von drüben, die da die Rampe runterkamen noch. Letzte Folge. Boah, komm schon. Ich war doch schon fast drüben. Da hat wieder unsichtbare Wand geblockt. Ja, aber sonst knifflig. Knifflig hier. Da ist Lava unter. Da haben wir ja auch schon reingeguckt. Fall da bloß nicht rein, Lara. Man kann es ja auch nichts dran machen. Komisch. Glaube auch nicht, dass das hier drin wäre. Ein Hebel nochmal extra versteckt? Das glaube ich nicht. Das gilt doch hier alles einzig und allein der zweiten Sicherung dann, beziehungsweise der ersten. Das war doch die erste, die wir gefunden haben, oder? Zeit, um mit mir zu spielen. Oh ja. Genug gezockt, Tobi. Mach ich doch immer wieder gern. Weißt du doch. Aber kurz nochmal überlegen, was man hier noch tun könnte in diesem Raum, ey. Ich weiß das nicht. Wir waren doch hier schon überall. Die Türen, ja, das sind platte Texturtüren. Da kannst du auch nicht rangehen an den Containern, um die einfach mal aufzumachen oder so. Das geht leider auch nicht. Nettlerraum, da wo die Kisten waren? Na, glaube da auch nicht. Glaube, da kannst du auch nichts machen. Mit der hier, wie weit kommst du noch? Kommst du hier quer durch das Level? Nee, bloß hier vorne das Abteil, das geht für die Kiste hier. Bloß das geht. Wir werden in der nächsten Folge dann, in der 40, ey, da runden wir wieder, sind ganze 40 Folgen dann, da werde ich mal weiter grübeln. Jetzt mache ich hier erstmal Feierabend für die 39. Heißt ja, ich hoffe, du hattest auch hier wieder echt Spaß mit dieser Folge dann eben. Und hoffe auch, du bist weiterhin gesund, hörst du. Dann bin ich erstmal raus hier für die 39. Hoffe, du hattest viel Spaß insgesamt, auch mit dem gesamten Let's Play hierin. Ja, wie gesagt, haltet die Ohren steif, ich bin dann raus. Macht's gut!